Ja. Emergency Supplies. Aha. Na, was kommt da? Was kommt da? Komm schon, ich weiß, dass ihr da seid. Oder halt nicht. Dann nicht. Dann laufen wir halt. Isaac, wo bist du? Ich bin's. Nicole. Bestimmt nicht. Ach so, hier sollten wir ja sicher sein. War der nicht hier? Das ist doch der Kontrollraum. Ach so, ja, ich soll ja die Monorail nehmen. Was? Moment. Wow. Ich habe den Gegner doch gehört. Und ich habe mich tatsächlich doch noch erschrocken. Meine Güte. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Shop. Händereibende Aktion hier. Ja. Dann verkaufen wir erstmal den Halbleiter. Die überflüssige Strahlenmunition, die wir noch bei uns tragen. Nee, so. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch den neuen Anzug kriegen, aber... Jetzt können wir auf jeden Fall auch schon mal die Medipack-Mittel holen. Aber dafür haben wir noch genügend. Und jetzt erstmal noch volle Energieknoten. Wundervöllig. Auf geht's. Hui, treten wir es durch die Luft, durch die Luft. Monorail, ich komme. Aufgabe erfüllt. Und das heißt für uns, wir sind mit dem Kapitel 3 fertig. Klappeti, klappeti. Abgeschlossen. Speichern. Fortschritt. Sicherlich. So. So, so. Kurskorrektur. Ich mache das jetzt besser zur Sicherheit auch auf dem ersten Spielstand. Weil ich habe immer wieder Angst, dass Fraps das irgendwie doch nicht mitmacht. Okay, wir sind jetzt bei Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Dash, Brücke. Nee, Quatsch. Slash. So. Finden Sie Schemata, um neue Waffen und Gegenstände im Shop zu kaufen. Weil die Ladezeiten so überdimensional lang sind, müssen Sie irgendetwas für uns machen, was wir unten immer wieder für Sie einblenden werden. Wir möchten jetzt von Ihnen, heben Sie Schemata auf, um in den Shop Objekte hinzuzufügen. So ähnlich stand das vorhin doch auch schon. Okay, was ist hier kaputt? Isaac, kommen Sie! Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bring sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde ihnen später alles erklären. Hammond out. Die haben dann über irgendein Scheißsystem geredet. Über das AA-System. Ach, herrje. Wir haben uns hier gerade verletzt in unserem tollen Battle. Dann können wir das auch direkt mal nutzen. Impulsprojektile. Und... Credits mit Z am Ende. How we do measure success. Ja, toll. Atrium. Alle Besucher müssen sich einem Sicherheitsscan unterziehen. Machen wir das doch. Attention.
bridge of the USG Ishimura is a secured location. All personnel must pass a security bioscan before entering. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thanks for your cooperation, the Ishimura Security Team. Ja, ich glaube nicht, ob man... Also es wäre wohl nicht gesund, sich hier irgendwo anzustellen. Unserem Kollegen da vorne, der hat auch zu lange gewartet. Da vorne ist ein Shop am... Oha! Alles klar! Ich stelle mich hier garantiert nicht in der Schlange an. Weil da drin wartet eine Schlange. Und die ist nicht von Menschen gemacht. Egal. Strahlenmunition. Ach so, die haben wir jetzt so bekommen. Gut. Schön. Dann haben wir gerade doch ein kleines Medipack aufgenommen. Wo ist das denn? Ach so, ja, wir haben es gerade benutzt. Sorry, Leute. Es hat alles seine Ordnung. Egal. Willkommen! Ach ja! Wie immer hat man mir etwas gesagt. Nämlich, dass es ab Kapitel 4 es richtig losgeht. Dass es ab Kapitel 4 es... Kapitel 4 es richtig lustig wird. Tomorrow is a good idea. Na, wenn ich mich hier so umschaue... Es geht... Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Ja, ich bin hier nicht allein. Wir sollen das Leck jetzt auch noch reparieren. Leute, das mache ich nicht wieder richtig. Das mache ich nicht so.